Sie zeigen aktuell die Installation Der Schmerz der Archivare von Thor Seidel. Warum? Was ist das? Thor Seidel hat seit vielen Jahren Seifen gesammelt und es geht eigentlich auch um das Phänomen Sammeln, die Leidenschaft des Sammlers, etwas aus dem Kontext, in dem ein Objekt ist, herauszureißen. Das ist der eine Schmerz und der andere ist auch nie eine vollständige Sammlung eigentlich erreichen zu können. Irgendwas fehlt immer. Es ist das Suchende, was einen eigentlich beglückt, und andererseits der Schmerz, dass man nie eine Vollständigkeit erreichen kann und auch die Dinge eigentlich ihrer Zweck und ihrer Funktion beraubt, ihren Platz im Natürlichen. Und Thor Seidel hat das so konzeptionell aufgepasst und dann aber auch sehr schön eben visuell umgesetzt, indem das wie ein Mosaik oder Pixel oder Pointillismus von ganz hellen bis ganz dunklen Seifen, sind nur Kernseifen übrigens, aus der ganzen Welt in ein schönes Art Mobile verwandelt hat. Und Stichwort Geruch, man kann den Geruch ja nur wahrnehmen, wenn man hier drin ist. Ihre Galerie ist aber eigentlich immer geschlossen, bis auf die Vernissage und die Finissage. Warum? Ich wollte diesen Raum so abgrenzen, dass jeder Künstler eine Installation eben genau für den Raum macht. Eigentlich kann man das alles von außen sehen. Und der Raum ist eigentlich bis nachts beleuchtet hell. Und man soll eben auch im Internet sich das dann anschauen. Dafür gibt es dann mehr Informationen zu dem Künstler und noch andere Rubriken im Internet. Ein Foto der Woche, ein Tipp der Woche, ein Zitat der Woche. Und außerdem ist es wie eine Art Glasvitrine. Alles, was hinter Glas ist, wird ein bisschen kostbarer. Man kann es nicht anfassen, es macht neugierig. Die Leute wissen nicht genau, was es ist. Und deshalb nehmen sie dann auch diese Karten hier und gucken dann im Internet, um sich mehr zu informieren. Es erweckt eine gewisse Neugierde und auch einen gewissen Wert, weil es eben hinter Glas ist, nicht anzufassen, wie ein kostbarer Gegenstand im Museum oder so. Frau Seidel, wir danken Ihnen für das Gespräch. Bitte. Also, mein Herr, hat das Bild aus Öl gemacht oder die Buschelin?